Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Ray Butliner und ich freue mich sehr, das heutige Intro-Video zu meiner parastrologischen Reihe vorstellen zu dürfen. Let's go! Bevor wir hier jetzt weiter fortfahren, würde ich gerne wissen, was du bis jetzt in der Parastrologie für Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile deine Erfahrungen ein bisschen mit uns und lass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Abonniere gerne meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du informiert wirst, sobald ich hier wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt starten wir das Video. Let's go! Alright, was hat es nun mit der Parastrologie genau auf sich? In meinem letzten Video, wo ich die Straßenumfrage gestartet habe, habe ich dort versucht, dir genau das etwas näher in der Praxis zu erläutern und habe absichtlich polarisiert und provokante Fragen gestellt. Mein Ziel war es bei dieser Umfrage, dir zu zeigen, dass das Sternzeichen zwar irgendwo wichtig ist und dass auch oft wir richtig gelegen haben, dass es kompatibel war, aber trotzdem nicht ausschlaggebend ist. Okay, man kann sich auch wirklich richtig verlieben und seinen Partner oder seine bessere Hälfte oder seinen Seelenverwandten finden, wenn das Sternzeichen nicht kompatibel ist. Ich habe jetzt dieses Video hier gemacht oder mache dieses Video jetzt hier gerade für dich, weil ich der Meinung bin, dass bei meiner letzten Umfrage, bei meinem letzten Umfragevideo, einige Missverständnisse aufgekommen sind, die ich jetzt hier klären will. Okay, am besten kläre ich die Missverständnisse auf, indem ich jetzt mal darauf eingehe, was es genau mit der Parastrologie auf sich hat. Okay, die Parastrologie wird unterteilt einmal zu Synastrie und einmal zum Komposit. Okay, was die beiden unterscheidet, erkläre ich dir in einem anderen Video, weil das würde auf jeden Fall den Rahmen dieses Videos sprengen. In diesem Video werde ich erst einmal nur auf die Synastrie eingehen. Okay? Und die Synastrie impliziert einfach dein Gesamthoroskop mit dem Gesamthoroskop deines Partners. Beziehungsweise wir nehmen dein Gesamthoroskop und überlagern dein Gesamthoroskop auf das andere Horoskop deines Partners. Und dann entstehen gewisse Aspekte, okay? Unterschiedliche Aspekte zu deinen Planeten, zu den Planeten deines Partners. Und dann entsteht ein sogenanntes Synastriegebilde. Das bedeutet, dass es eben nicht nur auf dein Sonnenzeichen ankommt. Dein Sonnenzeichen oder das Sonnenzeichen von dir und deinem Partner hat einen Einfluss, aber eben nicht den größten Einfluss. Den größten Einfluss hat eben die Summe aller Aspekte von deinen Planeten zu den Planeten deines Partners. Und da gibt es unzählige Aspekte, auf die ich alle noch in zukünftigen Videos eingehen werde. Okay? Ich möchte dir hier ein paar Beispiele nennen von Aspekten, die dafür sorgen, dass du eine sehr, sehr starke Anziehung zu deinem Partner hast. Zum Beispiel, wenn deine Sonne oder dein Sonnenzeichen direkt am Aszendenten deines Partners sich befindet, ist das ein sehr, sehr, sehr starker Verbindungsaspekt. Obwohl das Sonnenzeichen des Aszendenten gar nicht zu deinem Sonnenzeichen passt und trotzdem haben wir eine starke Anziehung. In meiner Umfrage haben wir das ja beweisen können. Oder wenn deine Sonne sich gegenüber deinem Aszendenten, nämlich im siebten Haus befindet, ist das ebenfalls eine sehr, sehr, sehr starke Anziehung. Oder wenn gewisse Aspekte von deinem Mond zu deiner Sonne, also von deinem Mond zu der Sonne deines Partners sich entwickeln, ist das auch ein sehr, sehr, sehr starker Aspekt. Oder kennst du das? Es gibt, und das ist super, super spannend, es gibt die sogenannten karmischen Aspekte. Das bedeutet, dass gewisse Begegnungen vorherbestimmt sind. Ja, du hast richtig gehört, wirklich vorherbestimmt. Ich weiß nicht, wie oft du schon gedatet hast oder wie oft du schon jemanden mal anderen kennengelernt hast. Aber wenn es so sein sollte, dass du schon ein paar Dates oder ein paar Bekanntschaften gemacht haben solltest, ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr groß, dass du mal jemanden getroffen hast. Obwohl du diesen Menschen noch nie gesehen hast, hast du aber irgendwie das Gefühl gehabt,
irgendwoher kenne ich diesen Menschen. Ich habe diesen Menschen schon irgendwo mal gesehen und irgendwie fühle ich mich diesen Menschen sehr vertraut. Und das Interessante ist, dass genau dieses Gefühl meistens mit gewissen karmischen Aspekten zu tun hat, auf die ich aber noch in zukünftigen Videos eingehen werde. Was ebenfalls super spannend in der Paarastrologie ist, sind nicht nur deine karmischen Aspekte, sondern die Aspekte, die implizieren, dass es sich hier um deinen Seelenpartner handeln könnte. Und das sind meistens Aspekte zu deinem nördlichen Mondknoten oder zu deinem südlichen Mondknoten. Ich möchte aber nochmal kurz auf die karmischen Aspekte eingehen. Sehr, sehr wichtig ist auch hier zu verstehen, dass gewisse karmische Aspekte nicht bedeuten oder nicht zwangsläufig bedeuten müssen, dass, wenn du mit jemandem einen karmischen Aspekt hast, dass das auch dein Seelenverwandter ist oder dein Seelenpartner ist. Es kann auch bedeuten, dass dieser Mensch dein Leben kreuzen musste, um dir eine gewisse Lektion beizubringen, okay? Und du vielleicht Liebeskummer hattest über diesen Menschen oder dieser Mensch dich sehr, sehr verletzt hat. Es gibt diverse Gründe, warum dieser Mensch dein Leben kreuzen musste, aber eben nur kreuzen und nicht sehr, sehr, sehr lange in deinem Leben geblieben ist. Und das sind die karmischen Aspekte. Es kann aber auch sein, dass du sowohl karmische Aspekte mit diesen Menschen hast, als auch eben Aspekte, die belegen, dass es sich hier eventuell um deinen Seelenpartner handelt. Ich finde es super spannend hier zum Beispiel, wenn ich dir erklären darf, dass ich bin schon mal auf die Astrologie insofern eingegangen, als dass ich gesagt habe, dass wir alle nicht perfekt sind. Wir haben alle unsere Stärken, unsere Verletzungen, unsere Talenten, unsere Fähigkeiten und die sind bei jedem anders ausgebildet. Und das Interessante ist, dass in der Paarastrologie wir hier die Wogen glätten können, beziehungsweise deine Schwächen so glätten können, indem du die Verbindung mit einem anderen eingehst und die Verbindung, die du mit dem anderen eingehst, sorgt dafür, dass dieser andere Mensch dir dabei hilft, deine Schwächen auszumerzen bzw. auszugleichen, indem einfach die Präsenz deines Partners dafür sorgt, dass du diese Schwächen nicht mehr hast. Bzw. dieser Partner hilft dir, diese Schwächen umzuwandeln und irgendwie bist du mit diesem Menschen einfach nicht mehr schwach in diesem Bereich. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein Mensch, der astrologisch gesehen so aufgestellt ist, dass er sehr schüchtern und zurückhaltend ist, aber irgendwie mit deinem neuen Partner du das nicht mehr bist. Dein Partner bestärkt dich, dein Partner hilft dir, ein noch stärkeres Selbstbewusstsein aufzubauen. Und immer, wenn du dich mit deinem Partner irgendwo aufhältst, hast du richtig das Gefühl, dass du irgendwie selbstbewusster bist, dass du dir irgendwie, dass du dich wertvoller fühlst, dass du irgendwie ganzer bist, okay? Und irgendwie das Gefühl hast, dass du auch eine stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit zeigst und dass du auch irgendwie autoritärer bist. Das sind zum Beispiel die Geschichten, warum die Paarastrologie so wertvoll ist und warum wir mit diesem Messinstrument quasi sehen können, ob dein Partner dich eher positiv beeinflusst oder eher negativ beeinflusst. Des Weiteren ist es auch sehr, sehr wichtig, auch wenn wir hier harmonische Aspekte in der Paarastrologie, sprich in der Synastrie haben, kann es trotzdem zur Herausforderung kommen, weil auch das Timing immer etwas Wichtiges ist. Weil es kann sein, dass vielleicht dein Partner zwar mit dir eine sehr harmonische Synastrie-Verbindung eingehen könnte, aber dein Partner noch nicht oder dein vielleicht Partner noch nicht so weit ist und er sich noch erst entwickeln muss, okay? Man muss auch schauen, wenn Planeten harmonisch sind, heißt das noch lange nicht, dass auch wirklich in diesem Kontext alles harmonisch wird. Es kommt immer auf den Reifegrad deines Partners an. Okay, ich möchte dir aber noch mal kurz verdeutlichen, warum es so ist, dass dein Sternzeichen nicht ausreicht, um wirklich deinen richtigen Partner und am besten natürlich deinen Seelenpartner zu finden. Ich bin das beste Beispiel. Obwohl ich Wassermann bin und Aszendent Zwilling, würde man jetzt glauben, am besten würde zu mir ein Luftzeichen oder ein Feuerzeichen passen. Könnte, muss es aber nicht. Dadurch aber, dass ich sehr, sehr viele Planeten in Jungfrau habe,
habe ich eine sehr, sehr starke Verbindung zu Jungfrau-Menschen. Und dadurch, dass mein Mond, und der Mond ist eines der wichtigsten Planeten in der Paarastrologie, sich bei mir in Stier und im 12. Haus sich befindet, macht mich das sehr erdig. Und so erdig, dass sogar noch ich mich in einem Wasserhaus befinde, was mich auch noch sehr, sehr, sehr emotional werden lässt. Okay? Obwohl ich aber ein Wassermann bin mit Aszendent Zwilling, der sehr luftig daherkommt. Und vielleicht komme ich jetzt hier auch sehr luftig daher, aber bei mir sehr, sehr, sehr viel Tiefen vorhanden sind, die ich aber nicht direkt vermittle. Das Mondzeichen ist nicht, das ist nicht, also deine Mondenergie kriegt man nicht direkt mit. Die Mondenergie ist eines der intimsten Energien. Es handelt sich hier um deine Emotionen. Und diese Emotionen zeigst du nicht direkt. Diese Emotionen werden erst so langsam aufgedeckt, wenn wirklich eine intime Beziehung zu einem anderen entsteht und man eine gewisse Zeit, eine gewisse intime Zeit miteinander verbringt. Und dann merkt man viel, viel stärker den Mond als die Sonne, weil der Mond steht eben auch für dein Zuhause. Und deswegen ist es in der Paarastrologie eines der wichtigsten Aspekte, dass man sich deinen Mond anschaut, weil der Mond ist ausschlaggebend dafür, inwieweit du mit dem Mond deines Partners harmonierst, um gemeinsam mit deinem Partner ein friedfertiges, schönes und harmonisches Zuhause zu kreieren. Ebenfalls sehr, sehr wichtig ist beim Mann der Mond und die Venus. Und bei der Frau ist es ausschlaggebend, sich den Mars und die Sonne anzuschauen. Du siehst, es verhält sich doch etwas komplexer, als du gedacht hast. Trotzdem, obwohl wirklich die Kompatibilität eben nicht nur von deinem Sonnenzeichen abhängt, möchte ich die Videoreihe fortführen, indem ich sukzessive erst einmal mich nur um die Sternzeichen kümmere und die erkläre, wie man am besten mit einem gewissen Sternzeichen umgeht und welches Sternzeichen am besten zu welchem Sternzeichen passt. Heißt aber nicht, dass das in Stein gemeißelt ist. Aber wir müssen jetzt hier irgendwo beginnen. Genauso wie ich zu ganz am Anfang mit meinem YouTube-Kanal mit den Sternzeichen begonnen habe. Und danach bin ich auf den Aszendenten eingegangen, danach bin ich auf den Mond eingegangen und dann auf den Mondknoten. Und so ähnlich fährt sich das eben auch in der Paarastrologie. Dein Sonnenzeichen reicht eben nicht aus, um wirklich zu checken, ob paarastrologisch zwei Menschen gut zusammenpassen. Man muss dein Gesamthoroskop und das Gesamthoroskop deines angehenden Partners abchecken. Wie gesagt, trotzdem muss ich jetzt hier irgendwo beginnen und werde jetzt erst einmal mit den Sternzeichen beginnen und in den folgenden Videos erst einmal nur paarastrologisch auf die Sternzeichen eingehen und dir erläutern, wie man am besten mit gewissen Sternzeichen in der Paarastrologie umgeht und welche Sternzeichen am besten zu welchem Sternzeichen passen und warum das so ist. Mich würde sehr interessieren, was du bis jetzt in der Paarastrologie für Erfahrungen gesammelt hast. Bitte teile dein Wissen und Erfahrung mit uns und lasse mir gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer astrologischen Community werden willst, bist du herzlich willkommen. Bitte abonniere meinen Kanal, indem du die Glocke so aktivierst, indem du den Film mitwirst, sobald ich hier wieder ein neues Video geladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ray. Bis zum nächsten Mal.